Willkommen zurück bei X3. Wir haben eine Xenon-Patrouille als Mission angenommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Ah, da oben kommen sie. 3 Stück. Xenon, N. Das N. Das N scheint ein Kurzstreckenaufklärungsschiff der Xenon zu sein. Es ist leicht bewaffnet, allerdings recht schnell. Ja, es ist weit schneller als wir. Hat aber nur 2x ein Megajoule-Schild. Wir haben, glaube ich, 5er gehabt, wa? Aufbauend auf Designermerkmalen der beliebten 2. Nova bildet dieser Vertrauen. Okay. Xenon N. Xenon N. Xenon N. Xenon N. Xenon N. Könnte man einen neuen Techno-Titel draus machen. Xenon N. Xenon N. Xenon N. So, Waffenschalt mach. Quatsch, Waffen schalten, genau, schalten machen. Scharf machen. Kahuna-Presse, Argon, Polizei, Discoverer, Argon, Polizei, Discoverer. Ja, toll, jetzt kommen die Discoverer an und klauen mir die Abschlüsse. Weil ich zu langsam bin. Ich habe keine Raketen an Bord. So. Ich scroll mal ganz runter. Ah, hier. Ist schon eine Banshee-Rakete. Also einen haben die schon abgeschossen. Oh. Argon, Polizei, oh. Discoverer. Die Xenon haben richtig Xenon Erfolg. N. Xenon N. Jetzt geht's los. 5 Kilometer. Leute. Bevor ihr euch abschießen lasst. Oh. Lasst mich das machen. Ich bin hier der Held im Spiel. Darf ich auch noch was machen? In Feuerreichweite. Ziel verlässt Feuerreichweite. Flammenschwert. Argon. Argon. Xenon. N. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 500 Credits. Ja, jetzt hört aber auch auf zu ballern. Ich bin hier. Ja, mein Schild hat es ganz schön erwischt, aber der lädt sich wieder auf. Gut. Dann gucken wir mal, was hier so rumliegt. Flammschwertrakete, Banshee-Rakete. Flammenschwertrakete. Na, dann sammeln wir das nochmal fröhlich ein. Hallo. Die Rakete des Typs Flammenschwert wurde vom paramedischen Militär entwickelt. Okay. Flammenschwert war eine ungelenkte Rakete. Müssen wir uns merken. Damit wir sie nicht wieder in die Pampa schießen. Die kann man übrigens auch verkaufen. Frachtraum enthält nun Flammenschwertrakete. Banshee-Rakete. Eine leistungsfähige Bildfolge der Rakete aus dem mittleren Segment. Die Banshee ermöglicht es Kampfpiloten... 14 Kilometer. Reichweite. Und auch entsprechend teuer. Eine leistungsfähige Bildfolge der 13.000. Das ist mehr Geld, als ich überhaupt besitze. Zack, Frachtraum danke. Enthält nun Banshee-Rakete. Kahuna-Presse, M, Alpha. So, meine Missionen. Die Xenon-Patrouille läuft noch. So, ein Bonus haben wir gekriegt. Okay. Dann nehmen wir unseren Patrouillenkurs wieder auf und bewegen uns diesmal Richtung diesem Tor. Tor, Nyanas Unterschlupf. Ja. So. Und weiter durch den Sektor patrouillieren. Eingehende Nachricht. Sie haben an Ansehen gewonnen. Ein einziges hier noch wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch nicht davon abgehalten. Ein einziger. Oh, komm, jetzt hör auf zu meckern, ja? Immerhin habe ich das Geld bekommen.
Das waren ja wohl nur 3. Davon habe ich einen umgelegt. Das ist 30% aller Feinde habe ich alleine besiegt, ja? Also. Nicht so, mein Freund. Ich habe 30% der Feinde ganz alleine besiegt. Gut. Ansonsten haben wir hier nicht mehr viel zu vermelden. Die Rakete können wir verkaufen, da haben wir 13.000. Innerhalb des Argon-Territoriums können in den Argon-Ausrüstungsdocks die Raumfahrzeuge aus- und aufgerüstet werden. Ich will einen Handelscomputer haben. Ich fliege zum Ausrüstungsdock. Wo ist es? Da. Argon-Ausrüstungsdock. So, ich verkaufe die Rakete, die eine, und kaufe mir davon einen Handelscomputer, dass ich endlich die Preise sehen kann. Kann ja nicht wahr sein, hier immer dieses Gerate. Und dann werde ich mal zusehen, dass ich irgendwo ein bisschen Handelserfolg herkriege. Ich brauche nämlich Geld. Geld regiert die Welt. Und so ist es auch in diesem Universum hier. Sie sprechen mit dem Auto positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Mache ich doch gerne, mein Freund. Ich sehe grüne Positionslichter. So. Leider kann ich mir hier keinen Sprungantrieb leisten. Huhuhu. So. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Ja, du mich auch mal. Zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Eine leistungsfähige, bildfolgende Rakete aus dem mittleren Segment. Die Banshee ermöglicht es. Banshee-Rakete. Verkauft. Danke. Sie wurden die Rakete des Typs Flammenschwert wurde von... So. Genau, hier kann ich mein Triebwerkstuning. Aber ich wollte eine Handelssoftware haben. Dies ist Danke. Eine Software. Handelssoftware MK1. Installiert. Danke. Handelssoftware MK2. Installiert. So, was können wir noch gebrauchen? Warenlogistik brauche ich nicht, brauche ich nicht. Neue Befehle, Spezialsoftware. Dies ist eine Software. Sinse habe ich. Gibt es hier ein Sichtverbesserungssystem? Nein. Dann würde ich sagen, stecken wir noch ein bisschen Geld in unser Triebwerk. Ihr Triebwerk wird von Fachkräften mit speziellen Werkzeugen so optimiert, dass ihr Schiff schneller fliegen kann als je zuvor. Ja. Triebwerkstuning installiert. Danke. Ja, und neuen Schild kann ich mir nicht leisten. Also den könnte ich mir leisten. Nee, jetzt nicht mehr. Normalerweise von Kampfschiffen verwendet. Schilde sind von entscheidender Bedeutung für das Überleben im Raum. Sie schützen das Schiff sowohl vor dem Einschlag kleinerer Objekte zum... Ja, hör auf zu quatschen. Das war's. Wir hauen ab. Tschüss, war schön mit euch. So, wo wollte ich hin? Genau, zu diesen da. Und jetzt passt mal auf. Nyanas Unterschlupf. Nianas Unterschlupf, jawohl. Schwupp. Ja, jetzt guck mal hier. 160 Meter die Sekunde, nicht nur 112. Ich hab knapp 15.000. Es gibt Schiffe, die sind schneller. Otas, Waffenhändler. Ah, so einen will ich haben. Dio Otas hat einen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. War das der Magneta? Richtig schönes Schiff. Geschütze vorne und hinten, so mit Abwehrkanzeln. Und er kann 4 kleine Jäger aufnehmen. Wenn ich da rankomme, nehme ich das meistens als mein Basisschiff, wo dann unterschiedlich schnelle und schwere Jäger drinne sind. Das heißt, ich fliege dann mit dem Basisschiff los und wenn ich einen Jäger brauche, steige ich einfach um. So, gleich kommt hier einer durch. Und jetzt bin ich dran. Lieferant. Mammut. Jawohl. Wir sind hier in den argonischen Sektoren. Erreiche System. Nyanas Unterschlupf. So. Hier können wir eigentlich straight durchballern. Ich versuche mal über kurz oder lang die Zentralsektoren zu erreichen. Was bedeutet, dass wir hier Nyanas Unterschlupf und dann hier so in einem Bogen rüberfliegen müssen bis ungefähr hier.
Oh, Pirat! Willst du mir deinen Frachter geben, mein Freund? Pirat, Energietransport. So. Den kaufe ich mir. Eigentlich ist es keine... Warte mal, von welchem Volk ist denn der? Seitdem sie vor einigen Jahren die Ganymed-Reihe abgelöst hat, leistet die Demeter gute Dienste gegenüber ihrem Volk. Ja, ja. Nee, es gibt eine Piratenfraktion, mit der sollte man sich nicht verscherzen. Weil die nämlich sehr gut Ziel ist bauen. Nun in Feuerreichweite. Gehen Sie und ertränken Sie sich. Ich bin nicht in der Stimmung, Ihren Forderungen nachzukommen. Oh, wir müssen aufpassen, weil die haben ein Heckgeschütz. Das ist nicht ohne, das heißt, man sollte versuchen, vor dem Ding zu bleiben. Das ist mir genug. Nehmen Sie meine Fracht. Ich will nicht deine Fracht haben, ich will dein Schiff, du Pfeife. Ja, sag doch. Diese dumme Heckeschütz. Das ist verdammt gut. Komm, steig aus. Klopf, klopf. Steig aus, Freundchen. Ups. Wir haben fast nichts mehr außer unserem Leben. Menelaus, rette uns. Ja, steig aus. Gehen Sie. Ich bin nicht in der Stimmung, Ihren Forderungen nachzukommen. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 500 Credits. Das sind Energiezahlen. Raumkraut. Oh, Raumkraut, illegale Drogen. Das ist aber gut. Raumkraut ist gut. Damit dürfen wir uns aber nicht erwischen lassen. Ja, und hier. Jetzt ist das Problem, der hat uns hier 400, 660 Energiezellen abgeworfen. Die können wir gar nicht nutzen. Energiezellen, Raumkraut. Frachtraum enthält nun Raumkraut. Toll, jetzt dürfen wir uns aber nicht... Raumkraut ist illegal, also wenn ich das habe, dann... Raumkraut kann geraucht oder über den Verdauungstrakt aufgenommen werden. Wegen seines berauschenden Effektes und der Tatsache, dass es süchtig macht, wurde es von den Regierungen aller Völker außer der Teladianischen verboten. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell in den Teladi-Raum kommen. Fracht. Ich sag mal, mein Frachtraum ist voll und hier fliegen noch so viel Zeug rum. Okay. Wir müssen zusehen. Ranch M Alpha. Da. Vollgas. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier aus dem Sektor rauskommen. Ich bin gerade am Überlegen, wie weit es bis zu den Teladis war. Weil eins steht fest, wenn wir da nicht ankommen, müssen wir das Zeug abwerfen. Nianas Unterschlupf. Ich glaube... Also das hier ist noch ein argonischer Sektor. Aber ich glaube, ein, zwei Sektoren weiter müssten schon die Teladis sein. Und da können wir dann das Raumkraut verscheuern. Das heißt, wir geben jetzt mal Vollgas. Reimwerk M Alpha. Das Reimwerk ist die Fabrikationsstätte für die großen Ballen plastisierten Stoffes, die Reime genannt werden. Ja. Warum sehe ich da keine Preise? Ich habe doch die Handelssoftware gekauft, oder? Hallo? Aufbauend auf Designermerkmalen der beliebten Nova bildet dieser vertraute Name eine Handelssoftware Mark 1, Mark 2. Ich will die Preise sehen, Freundchen. Das Reimwerk ist die Fabrikationsstätte. Ach, da fehlt immer noch was. Teladi, Demeter, Superfrachter. Ja, das ist die große. Wir hatten ja so eine kurze Version gehabt. Und das dauert sehr lange. So. Hoffentlich kommt jetzt kein Polizist entgegen. Die fliegen hier wahllos rum und scannen vorbeifliegende Schiffe. Ja, logisch und natürlich so besonders gerne den Spieler. Wenn sie illegale Waren entdecken, kriegt man eine Strafe.
Teilweise öffnen die sogar das Feuer. Hat man aber einen Träger und hat auf dem Träger einen kleinen Jäger eingeladen und der trägt die illegalen Waren, dann finden sie das nicht. Und es gibt eine illegale Software, die das Scannen verhindert. Die gibt es nur auf Piratenbasen. Allerdings kann man nur auf Piratenbasen landen, wenn man die nicht als Feind hat. So. Erreiche System. Grüne Schuppe. Ah, grüne Schuppe. Das klingt nach Teladi. Nee, Boron. Oh. Doch, Teladi Handelsstation. Der Glückspalast liegt tief versteckt in teladianischen Sektoren. Dort wird aus der teladianischen Sumpfpflanze eine narkotisierende Droge, Raumkraut, hergestellt. Genau. So, und wir wollen... Teladi-Raumstationen sind grundsätzlich funktionell, aber nicht auf Komfort. Ja, genau. Du mich auch mal. Ich möchte jetzt an diese Raumstation hier. Teladi-Handelsstation. So. Welche Software brauche ich? Um die Preise sehen zu können. Teladi-Raumstationen sind grundsätzlich funktionell, aber nicht auf Komfort ausgelegt. Ich dachte, das wäre der Handelscomputer. Na gut, egal. Wir sind bei den Teladi. Oh, wo war der Eingang? Auf welcher Seite? Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Ah, auf der Seite. Okay. Langsam, ein Stück höher. So. Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO wünscht Ihnen das Teladi-Unternehmen großen Profit und heißt Sie willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Jetzt wisst ihr, warum ich immer sage, das sind die Ferengi in diesem Universum. So, Raumkraut. Zack. 31.000. Danke. Sie haben an Ansehen gewonnen. Ja. Bitte? Teladi Polizeilizenz. Die nehme ich mal mit. Nach dieser Lizenz, Teladi Polizeilizenz. Gekauft. Genau. Die hat nämlich den Vorteil. Na komm, erzähl. Hallo, Erklärbär. Ja, jetzt erklärt er natürlich nicht. Wenn man Feinde angreift, kann es passieren, also sofern es, wenn man Missionen zum Beispiel hat, muss man ja auch blaue angreifen und nicht nur rote. Und dafür kriegt man dann immer einen auf den Deckel. Hat man aber eine Polizeilizenz, da geht man straffrei aus, weil man ist ja der Gute. So, ich würde sagen, das war's. Wir haben unsere Polizeilizenz, wir haben unsere Drogen abgeliefert und wir fliegen dann von hier aus nächste Runde weiter. Und bis dahin sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal und see you later.